Burnout-Prävention für Mütter. Einst galt Burnout als reine Managerkrankheit. Doch nach neuesten Erkenntnissen sind auch berufstätige Mütter besonders gefährdet. Frauenlandesrätin Verena Dunst initiiert daher für das Jahr 2017 zwei wichtige Projekte gegen Burnout. Erstens wird es mit dem Frauenreferat ASKÖ und Promente ein kostenloses Angebot für Mütter zur Prävention von Erschöpfung und Burnout geben. Zweitens wird an alle Väter appelliert, ihre Frauen im Haushalt und der Betreuung der Kinder mehr zu unterstützen. Damen und Herren, mit allen Roll-Ups hinter uns dürfen wir Sie herzlich begrüßen. Danke mal den Medienvertreterinnen, Vertreterinnen, dass Sie gekommen sind zu einem sehr, sehr wichtigen Thema. Das ist die Folge der Zeit, die Schnelllebigkeit, und ich möchte hier heute bei der Pressekonferenz Ihnen nicht nur eine kompetente Bühne hier bieten mit drei Vertretern Ihrer Institutionen, Vereine, Verbände, sondern auch ganz einfach Abhilfe schaffen für Mütter, die große Probleme haben. Und damit möchte ich eigentlich einsteigen, aber Probleme heißt, die kann man bewältigen. Und daher sehe ich das nicht als etwas, was heute eine sozusagen schlimme Geschichte ist, sondern man kann Abhilfe schaffen. Einsteigen möchte ich mit der Vorstellung. An meiner Seite die Frau diplomierte Sozialarbeiterin Dagmar Matuszek. Sie ist eine meiner Mitarbeiterinnen auf den Familienberatungsstellen. Das Land Burgenland hat drei Familienberatungsstellen. Der Bund finanziert hier mit. Familienberatungsstellen sind sehr, sehr wichtige Anlaufstellen für Familien, Familienmitglieder, für Kinder, wo es darum geht, einfach Rat zu suchen, Unterstützung zu suchen und so weiter. Dazu wird die Frau diplomierte Sozialarbeiterin dann Stellung nehmen. Auf der anderen Seite, wenn ich dort weiter fortfahren darf, den Herrn Landesgeschäftsführer Andreas Bonitsch. Wir können seitens des ASKÖ hier auf einen kompetenten Mitstreiter, wenn es darum geht, für Menschen Abwechslung, Burnout-Prävention durch Bewegung, Bewegungsprogramme schaffen. Und auf der dritten Seite die neue Geschäftsführerin, das haben Sie ja in der Vorstellung mitgekriegt seit vor einigen Wochen, die Frau Magister Magister Eva Blagus. Ich freue mich, dass wir alle drei Promente, Entschuldigung, habe ich vergessen zu sagen, alle drei Institutionen gewinnen konnten, um hier ganz einfach einem Thema zu begegnen und rechtzeitig zu begegnen. Ein Zitat, das mir sehr gut in diesem Zusammenhang gefällt, ist, man sollte die Dinge so nehmen, wie sie kommen, aber man sollte rechtzeitig, und das ist auch eins meiner Motto, dafür sorgen, dass die Dinge, wenn sie kommen, auch dann nur die nehmen, die man nehmen möchte. Was heißt das aus dem täglichen Leben gegriffen? Rechtzeitig sich umzuschauen, wenn man Unterstützung braucht, rechtzeitig mit einer Situation fertig zu werden, heißt Prävention, Präventionsmaßnahmen, Überlegungen, wie man Familien beistehen kann. Einige Daten und Fakten, wenn es heute um die Familie geht, aus dem Jahr 2016, aus dem laufenden Jahr, wie schauen Familienkonstellationen aus, wie Familien gibt es und so weiter. Im Burgenland haben wir rund 90.300 Familien. Warum rund? Weil sich das natürlich täglich durch Ab- und Zuzug verändert. Also rund 90.300 Familien. Davon haben wir 45.900 mit Kindern unter 18 Jahren, also 50,8%. Gemeldete 8,1% haben wir Stief- bzw. Patchwork-Familien. Diese Zahl haben wir aus dem Jahr 2014, aus dem Jahr 2015 haben wir die nicht, die wird aber sicher nicht kleiner geworden sein. Wir haben das Thema 1249 Eheschließungen, 520 Scheidungen, eine Scheidungsrate bei 43,06%. Warum erwähne ich das? Weil natürlich auch Scheidung, Trennung und die Lebenspartnerschaften sind hier nicht abgebildet. Also der Rest der Familien muss Lebenspartnerschaften sein oder ist alleinerziehend. Scheidung, Trennung, alleinerziehend, Väter, Mütter ist eine besondere Herausforderung. Das sind Situationen, wo Familie sehr oft und die Familienstruktur sehr ins Wanken kommt. Im Burgenland haben wir
ca. 2901 Elternfamilien mit Kindern. Und davon müssen Sie vorstellen, von diesen 2901 Elternfamilien sind Kinder dabei unter 15 Jahren, nämlich ein Großteil. 2600 Familien sind alleinerziehende Familien. Das bedeutet, dass das natürlich schon sehr, sehr schwierig ist. Die Betreuungsquote auf der anderen Seite und die Entlastungssysteme für die Familien sind im Burgenland gut. Auf der einen Seite durch eine sehr gut ausgeprägte Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr. Die Struktur in der Tageselternhort und so weiter, Struktur wird immer größer. Also auch für Kinder von 6 bis 10 wird immer mehr geschaut, auch von der öffentlichen Hand, Gemeinde, Land, Bund, dass wir hier auch Systeme haben, wo Kinder am Nachmittag gefordert werden, wo sie auch entspannen können, sodass Familien dadurch entlastet sind. Das, was natürlich ein Thema ist, sind zwei Dinge für mich familienpolitisch. Das erste ist ganz klar finanzielle Unterstützung für Familien. Es gibt im Burgenland sehr, sehr, sehr viele Unterstützungssysteme finanziell, wo wir vor allem einkommensschwachen Familien sehr stark helfen. Und da sind in den letzten Jahren über 20 verschiedene Unterstützungen von mir neu aufgestellt worden. Das Ganze kostet ohne Kinderbetreuung und so weiter 5 Millionen Euro, nur alleine die Unterstützungssysteme. Über die Kinderbetreuung, Bildung und so weiter kommen noch mindestens 30 Millionen dazu. Dort, wo wir auch versuchen, Vorsorge zu tragen, ist beispielsweise die Eltern vom ersten Tag an zu begleiten, wenn sie Eltern werden. Durch verschiedene Broschüren, durch verschiedene Elternbildungsseminare und Elternbildungsveranstaltungen. Wie kaum ein anderes Bundesland nehme ich diese Sache sehr ernst, weil ich glaube, dass es einfach für Familien leichter ist, wenn sie wissen, was heißt Familie. Was sind die schönen Seiten, was sind die Herausforderungen, die Problemstellungen, wie kann man dann diese Probleme einfach entspannt sehen und so weiter. Also Elternbildungsseminare, Elternbildungsreihen sind wichtig. Auch wichtig, und das habe ich in den letzten 2 Jahren sehr ernst genommen, sind Kommunikationszentren, wo sich Familien treffen können. Weil es ganz, ganz wichtig ist, der Austausch. Ich merke es selber oft und bemühe mich da manchmal dabei zu sein, wenn Eltern dann draufkommen oder alleinerziehende Väter oder Mütter, hey, der andere hat auch das Thema, ich bin nicht allein mit meinem Thema, mit Grenzen ziehen oder mit Erziehungsthemen allgemein oder mit Herausforderungen, wie mein Kind geht, will nicht in den Kindergarten, mein Kind hat Schulangst und. Diese Eltern-Kind-Zentren sind um 150% mehr geworden im heurigen Jahr und wir haben zurzeit 11 Eltern-Kind-Zentren. Aber ich bin dran, das noch weiter auszubauen. Was mir aber natürlich schon Sorge macht, ist die Mehrfachbelastung der Eltern und insbesondere der alleinerziehenden Menschen im Burgenland, und derer haben wir über 10.000. 90% davon sind Mütter, 10% davon, und auch diese Schar wird immer größer, alleinerziehende Väter. Ich möchte mir das gar nicht vorstellen, allein die Verantwortung zu haben, weil Verantwortung allein heißt, ich kann sie mit kaum jemand teilen. Und das beginnt natürlich, wie gesagt, mit einer zweiten Sache, nämlich neben der bezahlten Arbeit, dem man nachgehen muss, um Einkommen und Auskommen damit zu haben, ist die unbezahlte Arbeit, die sich wesentlich unterscheidet. Unbezahlte Arbeit ist zu 90% noch immer Frauensache. Das ist in der Familienstudie, das ist aber auch in der Frauenstudie drinnen. Das heißt, Frauen arbeiten 4 von 10 Stunden gratis. Ich freue mich für die Männer, 2,5 von 10 Stunden. Ohne das geht es nicht, aber das heißt, ich muss sehr viel arbeiten, ohne dass ich dafür bezahlt werde. Und das führt natürlich genau zu dem Thema, dass dann es um Präventionsarbeit gehen muss. Was sind die Hemmschwellen oder was sind die Herausforderungen dieser unbezahlten Arbeit, Pflege der Angehörigen, Haushaltsarbeit, Kinderbetreuung und.
Auch hier, damit möchte ich schon dann weitergeben, kommt man natürlich sehr schnell in eine Burnout-Spirale. Der verstärkte Einsatz, der nicht weniger, sondern mehr wird, die Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse und das eigentlich 100%, das Verdrängen überhaupt dieser Bedürfnisse, weil man ja keine Zeit hat, aber auch meistens kein Geld, dann tritt natürlich auch auf, dass man stark sein will in dieser Situation, wo man eigentlich das nicht mehr ist. Verstärkte Verleugnung der Probleme, man schiebt sie weg, sie sind aber trotzdem da. Belastung ist damit, die psychische Belastung, noch größer. Teilweise dann natürlich schon die ersten Anzeichen von Rückzügen, die Verhaltensveränderungen, die dann eintreten, Depressionen bis hin, dass wir eigentlich täglich erleben, dass sich Mütter bei uns melden, die völlig erschöpft und beendet sind. Damit ist es klar, dass wir es wie immer sagen, das ist aber dann der erlebte Spagat zwischen Beruf und Familie, der wirklich zu einem Teufelskreis wird, der Leistungsdruck, der immer größer wird und noch dazu dieses Rollenverständnis, wo ich sehr stark auch als Frau und Mutter dagegen ankämpfe, nämlich sich immer zu sagen, muss die Supermama sein, ich muss die Superpartnerin sein, ich muss die super Dienstverhältnisfrau sein, ich muss super sein und mein Haushalt muss perfekt sein. Dieser Hang zur Perfektion, natürlich oft durch Werbung und äußere Rollenschemata aufgedrängt, dem folgen heute viel mehr Frauen als früher, wo man sich einfach ist in dieser Rolle, es muss alles so perfekt sein, nicht hineindrängen lassen hat. Ein Zug, der ja eigentlich der Modernität und des Offenseins und der Vielfalt entgegenspricht, aber der ist einfach da. Das Ganze ist natürlich dann nicht nur für die Mütter schlecht, sondern vor allem wieder für ihre Kinder, für die ganze Familie. Und daher muss man hier wirklich sehr achtsam sein und vorzeitig an die eigene Energie denken. Und deswegen bin ich in den letzten Wochen über das Familienreferat, wo ich mich sehr bedanke, die Damen sind hier sehr, sehr engagiert, an unsere Familienberatungsstellen wieder sehr stark herangegangen, aber vor allem auch an die Partner rechts und links von mir, um einfach neue Partnerschaften zu knüpfen, um hier die Burnout-Prävention zu starten. Und eins der Schwerpunkte für das Jahr 2017 in meiner Familienarbeit und Frauenarbeit wird diese Burnout-Prävention sein. Muss aber gleich dazu sagen, gleichzeitig ein zweiter Schwerpunkt mit Väterbeteiligung. Einfach um klar zu machen, wie wichtig Väter sind, egal ob man mit diesem Vater zusammenlebt oder nicht, und dass man auch die Väter zu sich heranlässt, ihnen auch die Verantwortung gibt und die Möglichkeit gibt, dort wo es möglich ist. Also diese zwei Schwerpunkte für 2017 habe ich mir in der Familienpolitik vorgenommen, in der Familienarbeit vorgenommen, und daher freue ich mich hier wirklich, erstens mich auf meine drei Familienberatungsstellen sehr gut verlassen zu können. Die sind in Neusiedl, in Mattersburg, wo beispielsweise die Frau Matuschek arbeitet, und im Bezirk Oberwart. Wie das Angebot ausschaut und so weiter, möchte ich gleich weitergeben an Sie. Sehr gerne. Dankeschön, Frau Landesrätin, für die Einladung in diese Expertenrunde. Ich möchte kurz das Angebot der Familienberatung skizzieren. Die Familienberatung ist ein kostenloses und niederschwelliges psychosoziales Beratungsangebot der burgenländischen Landesregierung, das zu unterschiedlichen Themenbereichen Unterstützung bietet, wie Paar-Trennungskonflikten, Scheidung, Erziehungsprobleme, Schwangerschaft, Geburt, auch finanzielle Sorgen oder Probleme jeder Art. Es besteht zusätzlich zu meinem Beratungsangebot die Möglichkeit einer Rechtsberatung bei einem Juristen, ärztliche Beratung bei einer Gynäkologin und wir haben auch eine Psychologin mit im Team. Aus meiner Erfahrung wird die Familienberatung sehr oft von Frauen aufgesucht, die in einer extrem schwierigen Lebenssituation stehen und diese zu meistern haben. Wie von der Frau Landesrätin schon erwähnt, stehen Frauen sehr oft zwischen der Mehrbelastung, Familie, Kinder, Haushalt unter einen Hut zu bringen. Die Erwartungshaltung an die Frau ist sehr oft, fürsorgende Mutter zu sein und zugleich perfekte Karrierefrau und erfolgreiche.
Frauen haben, wie auch schon erwähnt wurde, einen sehr hohen Leistungs- und Perfektionsanspruch an sich selbst. Und, das zeigen auch meine Beratungsgespräche, sind im Alltag sehr oft mit unzähligen anderen Stressfaktoren konfrontiert. Ob es Schulden sind, ihr Alleinerzieher-Dasein, ein geringes soziales Netz, Partnerkonflikte, eine Zusatzbelastung durch die Pflege von Angehörigen. Frauen stehen dadurch enorm unter Druck und, das ist auch belegt, sind zugleich stärker von Armut betroffen. All diese Faktoren begünstigen das Risiko, am Burnout zu erkranken. Es sind also nicht mehr längst nur die Managerinnen mit einem erhöhten Burnout-Risiko. Das Gefühl, ausgebrannt zu sein, greift unter Frauen jeder Alters- und sozialen Schicht um sich und gilt nicht nur für Frauen auf dem Drahtseil zwischen Job und Familie, sondern auch für jene, die sich entschieden haben, nur Hausfrau und Mutter zu sein. Ja, viele Frauen empfinden ihre Erschöpfung auch lange Zeit als normal, weil sie sich an den Dauerstress ganz einfach gewöhnt haben, bis das Übermaß an Stress sie so sehr beeinträchtigt, dass sie psychosomatische Symptome entwickeln oder sogar psychische Beschwerden. Die Möglichkeit dieser kostenlosen, niederschwelligen Beratung kann neue Perspektiven erwecken, kann den Betroffenen Halt geben, kann vorhandene Ressourcen stärken. Wir in der Familienberatung verstehen uns als Anlaufstelle, Menschen in schwierigen Lebenssituationen aufzufangen und ihnen bei der Bewältigung ihrer Probleme Lösungsansätze zu bieten, sie zu begleiten. Wir verstehen uns aber auch als Schnittstelle an spezifische Beratungs- und Betreuungseinrichtungen, an Therapeutinnen, an Therapeuten und Behörden weiterzuverweisen. Ich danke der Frau Landesrätin, dass sie sich so engagiert für die Prävention, für die Burnout-Prävention, für Beratungs- und Therapiemöglichkeiten einsetzt, dass diese weiter ausgebaut werden. Ich glaube, wenn wir von Burnout-Prophylaxe reden, ist auch erwähnenswert, dass Frauen nach wie vor für gleichwertige Arbeit weniger Gehalt als Männer erhalten, was einerseits die geringe Anerkennung widerspiegelt und andererseits natürlich den Stress der Lebenserhaltung und das Burnout-Risiko vergrößert. Ja, vielen herzlichen Dank, dass genau das anonym und kostenlos erfolgt über die Familienberatungsstellen. Dazu sind wir verpflichtet. Und ich kann nur einladen, das auch anzunehmen. Denn das ist genau der Punkt, annehmen und sich fallen lassen können. Und vor allem appelliere ich auch an alle Familien, dass sie sich nicht sozusagen schlecht fühlen, weil sie dieses Angebot annehmen, sondern sie sind die Gescheiten, die gescheit sind, das anzunehmen. Deswegen gibt es ja. Und das nicht als Manko, sondern ganz einfach als Chance zu sehen und dann nicht behaftet, na, wenn ich dorthin gehe, oute ich mich, dass bei mir nicht alles perfekt ist. Ich kenne keine Familie, auch nicht meine, wo alles perfekt ist, dann wäre es keine Familie. Und daher, das ist so im Burgenland noch ein bisschen eine Hemmschwelle und deswegen sage ich es, so dieses Zulassen und Annehmen und sagen, okay, ich gehe dorthin, weil ich schlau bin, weil ich mich gut beraten lassen möchte. Und ich würde mir sehr wünschen, wir können hier noch die Frequenz steigern, auch in den Familienberatungsstellen, dass das auch angenommen wird. Damit man aber vorher schon was tut, da ist der Sport, die Bewegung, die frische Luft ganz, ganz wichtig. Das kann entlasten, das kann dazu führen, dass man sich viel, viel besser fühlt. Ich habe sogar ich das akzeptieren müssen. Lieber Herr Geschäftsführer. Ja, Frau Landesrätin, herzlichen Dank für die nette Übungsleitung. Ja, der Sport hat eine ganz besondere Bedeutung auch in der Prävention von Burnout. Die ASKE als Sportdachverband mit ihren über 220 Vereinen im Burgenland bietet da ja irgendwie unbewusst schon seit Jahren oder Jahrzehnten einen sehr großen Teil dazu bei der Prävention von Burnout durchzuführen, mit den verschiedensten Aktivitäten, die der Landesverband bzw. die Vereine direkt vor Ort einfach durchführen. Die Vereine bieten verschiedene kostengünstige Aktivitäten an, sei das von Tennissportarten, Fußball natürlich, aber auch Gerätturnen oder verschiedene Tanzvereine, die ermöglichen
die Freizeit zu kostengünstigen Preisen zu verbringen und so einfach zu dem Stress, zur Anspannung einfach auch Entspannung finden zu können. Da gibt es die verschiedensten Sportarten, die man in einem Verein durchführen kann. Da hat auch der Verein natürlich auch eine sehr soziale Komponente. Da kann auch sehr oft unterstützt werden. Aber es können natürlich auch ganz einfache Maßnahmen Burnout, Stress vorbeugen, wie einfach nur langsam laufen oder Nordic Walking oder sonstige Bewegungstrainingsportarten oder natürlich auch den größten Sportplatz, den wir haben, zu verwenden, sage ich jetzt bewusst. Das ist unsere Natur. Gerade im Burgenland können wir sofort irgendwo in der freien Natur sein und einfach nur unter Anführungszeichen spazieren gehen, uns fallen lassen, loslassen und einfach auch Energie und Kraft tanken. Durch regelmäßiges Training, durch regelmäßiges Ausdauertraining, was auch durchaus Wandern sein kann oder langsam laufen, wird natürlich auch die Leistungsfähigkeit, die körperliche Leistungsfähigkeit erhöht, um dann auch verschiedenen Stresssituationen besser gewachsen zu sein. Und auch die ganzen Stresshormone wie Adrenalin, Noradrenalin wird durch regelmäßiges Ausdauertraining abgebaut. Und so ist die körperliche Betätigung eine sehr wichtige Aktivität, um auch Burnout und Stress davon zu laufen. Ich bin sehr froh, hier auch eingeladen worden zu sein als Vertreter der ASKÖ. Und wir werden auch in Zukunft jetzt versuchen, spezielle Angebote für Frauen und Mütter anzubieten, um einfach auch noch näher zu den Müttern zu kommen und spezielle Bewegungsangebote anzubieten und auch Entspannungstechniken zum Beispiel beizubringen, die man sehr schnell erlernen kann. Darf ich Sie noch bitten, weil mir gerade eingefallen ist, sehr gut, und das hat der Asker ja aufgegriffen, Mama Net, könnten Sie da vielleicht noch was dazu sagen? Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, das ist ein spezielles Programm eigentlich, was auch für Mütter und Frauen über 35 angedacht ist und auch umgesetzt wird. Eine spezielle Bewegungsform oder Ballsportart, die dem Volleyball sehr ähnlich ist, die aus Israel kommt, wo Mütter gemeinsam so ähnlich wie Volleyball spielen. Und da der Startschuss jetzt in Hirn war und auch in Zukunft im Burgenland durchgeführt werden soll. Vielen herzlichen Dank. Promente, eine Organisation, die sehr kompetent mit Menschen umgehen kann, denen es nicht so gut geht. Was kann man da tun? Ja, also ich danke auch im Namen von Promente für die Einladung zu dieser Pressekonferenz. Burnout-Prävention für Mütter, also ich in meiner Funktion, in meinem zweiten Beruf auch als Psychotherapeutin, habe tagtäglich damit zu tun, finde es unglaublich wichtig und fühle mich sehr glücklich, in einem Land zu leben, wo das auch von der Politik aufgegriffen wird, um eine Präventionsmaßnahme zu starten und nicht eine Reparaturmaßnahme, weil das ist oft das Thema. Ja. Was können wir bieten? Ich möchte vielleicht einmal kurz mal einleiten, dass ich bin Mama und trotzdem bin ich Mensch. Ja. In dieser Situation sage ich immer in meiner Praxis, jetzt weg von Promente vielleicht, dass die Emanzipation etwas Wunderbares ist für uns Frauen, dass wir uns sehr glücklich schätzen, in einer Zeit zu leben, wo das auch möglich ist, dass wir das leben können. Aber es bringt auch noch ein Stück mehr für uns, für die Frauen in das Leben, denn sie müssen jetzt nicht nur perfekt als Mutter sein und im Haushalt und in der Partnerschaft, was vielleicht bis jetzt gut gelebt wurde, sondern es kommt auch noch die große berufliche Belastung dazu. Und wenn wir, wie die Frau Landesrätin gesagt hat, uns in den Werbungen anschauen, was uns da oft vorgespielt wird, das geht sich in der Realität nicht aus. Ich kann nicht eine perfekt gestylte Mutter trainiert sein, ein tolles Haus haben, drei gepflegte Kinder und dann noch erfolgreich im Job. Da wird uns eine falsche Tatsache vorgespielt, das geht sich einfach nicht aus. Und diese Mehrfachbelastung, und das ist die Mehrfachbelastung, bringt die Frauen oft wirklich in eine
Burnout-Situation. Burnout heißt ja ausgebrannt und nur wer einmal gebrannt hat, kann auch ausgebrannt sein. Und ich denke, es ist in der Präventionsmöglichkeit einmal ganz wichtig, es anzusprechen. Die Mütter darauf aufmerksam zu machen, dass es eine extreme Belastung ist. Vielen ist das gar nicht bewusst. Das ist oft unser tägliches Brot. Und jetzt schließe ich wieder den Kreis zu Promente. In unseren Einrichtungen haben wir viele Mütter, die aufgrund von dieser Extrembelastung abgeglitten sind, ja, in ein Burnout und vielleicht in eine schwere Depression und so den Halt im Leben ein Stück verloren haben. Ja, was kann man tun? Eben einmal die Aufklärung zu machen, dass es so ist, die Mütter wieder ihnen bewusst zu machen, dass es das gar nicht gibt, was sie zu erfüllen wollen. Die hohe Scheidungsrate, was die Frau Landesrätin angesprochen hat, führt auch oft noch mehr die Mütter in den Stress, wenn sie bei den Kindern bleiben, dass sie noch mehr sorgen müssen. Sie vergessen sich oft selbst und dort fängt dann das Burnout an. Wenn ich meine eigenen Tankstellen nicht mehr aktivieren kann und was gebe ich auf? Das, was nicht unbedingt notwendig ist. Das heißt, wenn ich am Abend erschöpft bin, gehe ich vielleicht nicht mehr turnen oder ich gehe nicht mehr in Yoga. Oder ich treffe mich nicht mehr mit einer Freundin, sondern ich bin erschöpft. Und wenn ich mich nicht tanke, indem ich mir selber etwas zufüge, kann ich auch nichts weitergeben. Und dort ist oft die Spirale drinnen. Ja, was können wir bieten? Präventionsmöglichkeiten im Sinne von Ansprechen, im Sinne von das einmal sichtbar zu machen. Man kann natürlich nicht ein Konzept auf jede Person drüber stülpen. Das eine wird dann Übungsmöglichkeiten im Sinne von einem Schutzanzug, im Sinne auch von einem Erlauben. Ich darf neben meiner Mutterrolle und meiner Rolle als Partnerin und meiner Rolle in meinem Berufsleben, darf ich noch ich selber sein. Und wenn ich dort hineinarbeite und mich immer wieder nähere, dann werde ich das auch besser vielleicht schaffen oder komme drauf, wenn sich das nicht ausgeht, dass ich irgendwo anders meine Grenzen setzen muss. Ja, das wäre so ein Konzept. Wir haben uns das überlegt, dass wir das vielleicht auf 3 oder 4 Standorten anbieten, nicht an einem Block, weil dann wird man wieder bespielt und dann muss ich wieder wohin gehen, sondern einmal mit 3 Stunden, das ist vielleicht eine Zeit, die man sich gut einteilen kann und dann in einer absehbaren Zeit, 2, 3 Monate später, noch einmal so ein Treffen zu machen, um zu überprüfen, was hat funktioniert, was konnte ich ändern und da nochmal ein Stück hineinzuarbeiten. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich darf dann abschließen und den Versuch einer Zusammenfassung zu starten. Das Angebot, das wir ab dem Jahr 2017 an Mütter, vor allem alleinerziehende Mütter, aber nicht nur alleinerziehende, sondern allgemeiner Mütter im Burgenland, die Einladung aussprechen, dass sie sowohl die Familienberatungsstellen besuchen, kostenlos und anonym, dass sie Burnout-Prävention machen, rechtzeitig darauf schauen, dass ihnen das nicht passiert, dass sie gesund bleiben, werde ich seitens des Familienreferates gemeinsam mit ASKÖ und Promente ein Angebot stricken, regional verteilt über das ganze Burgenland und diese Kosten übernehmen. Denn eines kann nicht sein, dass wir jetzt wieder vielleicht jene treffen, die jeden Euro umdrehen müssen, denen es nicht gut geht und wir würden dann noch für das, dass sie sich dort entspannen, erholen, dass sie gesund bleiben, lernen, wieder Zeit für sich selber zu finden, dass wir hier natürlich auch nichts für den ersten Durchgang verlangen werden, sondern dass das Familienreferat sowohl ASKÖ als auch Promente Angebote hier finanziell übernehmen. Das war 2017, soll also für alleinerziehende Mütter, für Mütter, die merken, ich brauche jetzt von außen her jemand, der ein bisschen mir hilft, wieder zu mir zu finden, wird hier der Schwerpunkt 2017 sein. Die Regionalität ist mir wichtig, deswegen habe ich mich für den ASKÖ entschieden, weil er eben an 220 regionalen Möglichkeiten hier ein Angebot hat, er ist überall. Das ist wichtig, weil wenn das wieder heißt, ich muss irgendwo weit hinfahren, habe ich schon nicht mehr die Zeit, dann ist man genau dort, dass man das Angebot nicht annimmt. Daher muss es vor Ort sein, das Angebot. Das Gleiche gilt für Promente, wo Promente im ganzen Burgenland zu finden ist. Dort
trifft man auch auf Ansprechpartnerinnen, wo man sich dann austauscht, wo es wieder dann Sharing-Systeme, ich schaue auf dein Kind, dann kannst du inzwischen dorthin gehen und so weiter, sicherlich auch in der Kommunikation ergeben. Und wie gesagt, zum zweiten Projekt, das werde ich gleich immer wieder auch in den Mittelpunkt stellen, nämlich gleichzeitig das große zweite Projekt Väterbeteiligung. Es muss eine Selbstverständlichkeit sein für alle, dass jeder Vater auch ganz, ganz wichtig ist, egal in welcher Situation er sich in der Partnerschaft befindet. Väterbeteiligung ist wichtig und ist eigentlich die größte Burnout-Prävention für Mütter. Und daher passen diese zwei Projekte natürlich sehr, sehr gut zusammen. Danke, ich weiß, dass das jetzt sehr viel Inhalte für Sie waren. Gerne können wir Ihnen noch Inhalte nachliefern, wenn Sie sagen, das war zu viel, weil wir heute keine fertigen Presseunterlagen noch für Sie aufbereitet haben. Der gemeinsame Folder wird natürlich dann auch dementsprechend noch gearbeitet werden, aber ich sage, warum ich das nicht heute mache. Weil ich mag etwas nach Bedarfsorientierung richten. Wir werden das überall anbieten und werden dann schauen, wo brauche ich es, wo brauche ich vielleicht ein doppelt und dreifaches Angebot in einer Region, wo ist es weniger, wo ist es mehr. Das heißt, wir lassen das jetzt einmal das Angebot offen, werden es überall regional über Folder und Internet und Werbesysteme verbreiten. Vor allem habe ich ja das Glück, dass ich 25.000 Familien bei mir habe über den Familienpass. Wir werden, das ist die größte Werbeplattform, auch über unsere Homepage www.burgenland.at Familienreferat, Familienpass. Dort wird man dann auch ab Jänner alle diese Angebote finden. Und ich bin schon gespannt, Ihnen dann mit Mitte des Jahres gerne eine Bilanz. Wo sind wir gelandet? Wer hat das angenommen? Was haben wir dafür sozusagen bieten? Was haben wir geboten? Was haben wir verhindert? Was haben wir gut vorarbeiten können und Frauen, Mütter damit helfen können? Wird eine spannende Herausforderung, aber es ist höchste Zeit, dass wir sie anbieten.